Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind vor allem Orte des öffentlichen Verkehrs Zielscheibe für Raketenangriffe und Beschuss gewesen. Letzten Monat kamen bei einem solchen Angriff auf eine Bushaltestelle 3 Menschen ums Leben, darunter ein 13-jähriger Junge. Um die BürgerInnen zu schützen, wurde in Charkiw der erste Luftschutzbunker an einer Bushaltestelle gebaut. Der Bunker aus Beton soll bis zu 50 Menschen Platz bieten. Es ist sehr nützlich, denn manchmal geht man hier morgens spazieren und es ist so laut, dass wir uns jetzt alle dort verstecken werden. Ich bin sehr dankbar, dass man an uns gedacht hat. Wir haben den Beschuss erlebt, das ist erschreckend. Jetzt können wir wenigstens hierher laufen. Ich habe gehört, dass wir die Ersten sind, die das hier gebaut bekommen. Also haben wir wenigstens mit etwas Glück. Im Luftschutzbunker befinden sich Sitzplätze und Bildschirme, die zeigen, was außerhalb des Bunkers passiert. Weitere 24 solcher Bunker sollen folgen. Vor allem vielbefahrene Haltestellen sollen mit einem Luftschutzbunker ausgestattet werden. Bürgermeister Teherov hofft, mit diesem Bau dabei zu helfen, Leben zu retten.